So, hallo Leute, willkommen zu diesem, ja, Spezial-Opening über den Kartenrand. Wir machen mal wieder ein paar Pokémon-Booster auf im Pokémon Trading Card Game Online. Und das machen wir heute mit dem brandneu erschienenen Set Sonne und Mond Nacht in Flammen, hier mit Marshadow auf dem Cover. Also nicht nur wir haben ein neues Booster bekommen diese Woche, auch die Pokémon-Kollegen haben ein neues Booster-Set. Ich würde sagen, wir haben 100 Booster zur Verfügung und die machen wir jetzt auch gleich auf. Schreibt doch in die Kommentare, welche Karten euch daraus besonders gut gefallen haben, wieso, weshalb, warum. Und ja, legen wir mal los. Mal schauen, ob wir was Gutes ziehen. Beginnen wir mit dem ersten Booster. Eine Energie. Oh, ein Glumanda, das ist doch süß. Was haben wir hier? Ein Aranestro, okay. Ich habe übrigens schon 4 Booster geöffnet, von daher sind nicht alle Karten neu aus diesem Set. Ein Volmeryl. Was haben wir noch? Vipitis. Ein Lucario. Lucario ist immer cool. Lucario habe ich sehr gerne. Ein cooles Pokémon. Snobilicat. Vegimak. Da haben wir einen Schwächenschutz. Urnifras. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen, glaube ich. Quellen des Spray. Werfe eine Superkarte aus der Hand eines Gegners. Wähle eine Superkarte. Okay. Dein Gegner zeigt dir jene Karte. Wenn es eine Unterstützungskarte ist, legt er sie auf einen Ablagestapel. Okay, nice. Staffelholz. Okay. Und dann haben wir hier Darkrai. Sawi. So, nächstes Booster. Ich will das Video hier auch nicht allzu lange machen. Hafnir, GX. Ah, das ist ein cooles kleines Kerlchen. Sieht hübsch aus. Kachu. Das ist ein cooles Artwork. Xiaogon. Porygon und Costurso. Sidra King, Simon und Carapendra. Ich habe keine Ahnung, wie man das Mistvieh ausspricht, aber es ist da. FM. Lashoking. Eine Lola haben wir auch dabei. Okay. Was ist das denn? Ach, Lamelux. Speziell. Sehr spezielles Lamelux. Und nochmal ein Pikachu. Die Ia ist hier. Was haben wir denn da noch? Nochmal Lucario. Nice. Wolverock. Auch cool. Ja, ich hätte natürlich gerne einen Haufen GX-Karten, das wäre klasse. Oder die ein oder andere Full Arts. Garados und Pampros. So. Also bisher eher so lala. Alola Vulnona. Glurak. Boah, das ist ein Hammer-Artwork. Wow. Das ist echt cool. Das wird mein Lieblings-Glurak. Das ist super. Wow. Echt nice.
Ledian. Ah, was haben wir noch Schönes? Glurak war klasse. Hammer Glurak, wow. Echt cool. Lola. Ullart. Ich habe natürlich wie immer keine Ahnung, was hier drin gut ist und was ist, was weniger gut ist. Muss ich noch rausfinden. Das ist ein Karpador. Ein Raichu. Ein cooles Artwork von Raichu. Das muss man den Pokémon-Leuten hier echt lassen. Das mit den Artworks haben sie super drauf. Una und Volverock. Oh, auch schön. Fortunator. Darkrai. Tangolos. Mal eins von diesen Pilzchen. Ampros. Epitis und Ratikarl. Da haben wir Necrozma. Lichtuntergang. Verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Normal-Pokémon zugefügt wird. Hm, okay. Sweet. Necrozma. Voltec und Tortunator. Nochmal Necrozma. Okay. Sag ich nicht nein. Mal schauen, ob man mit Necrozma was anfangen kann. Haben wir ein Glutexo? Kario und... Oh, nochmal ein Glurak! Nice! Zapplaran. Skaraborn und Knirrfisch. Dedarking und ein Ledian. Ach, haben ein paar GX bisher. Ich glaube 5, wenn ich richtig gezählt habe. Zweimal Glurak, zweimal Necrozma und das andere war, was war denn das fünfte? Weiß ich gesagt gar nicht mehr, aber wir hatten 5. Das ist auch das Full Art von Lola. Angulos. Ups.
mir mein Dock noch dazwischen geschlichen. War nicht die Idee. Ein Azumarill. Okay. Nice. Da? Oh, ein Darkrai GX als Full Art. Sweet. Ein Moment des Zuges, bevor du angreifst, wenn sich dieses Pokémon in deinem Ablagestapel befindet, du kannst es auf deine Bank legen. Leg anschließend eine Finsternis-Energiekarte auf den Ablagestapel, aus deinem Ablagestapel an dieses Pokémon. Nice. Darkrai ist schon ein cooles Kerlchen. Nicht zu verachten. Tektas GX. Auch schön. Warum, wenn diese Pokémon auf der Bank war und in diesem Zug zu deinem aktiven Pokémon wurde, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. Okay. Ich muss mal schauen, was man aus diesen Karten für Decks basteln kann. Wenn man aus Glurak was machen könnte, wäre das natürlich klasse. Das würde mich riesig freuen. Das ist nämlich richtig cool. Oh, Kapokime GX. Okay. Nice. Also die Hälfte vom Opening gefällt mir schon viel besser als die vorherige. Mal schauen, ob das so weitergeht. Und Fio. Naja. Oh, Zygarde. In der vollendeten Form. Damelux. Ah, nichts sonderlich Spannendes bisher. Alola Vulnona, eine schöne Karte. Sehr schöne Karte. Ein Giflor. Mit seinen Pollen. Müsste ich jetzt nicht haben mit meinem Heuschnupfen, aber okay. Ein Tortunator. Slimer und ein Sneepuna. Scaraborn. Kommen jetzt noch zwei Necrozma, dann habe ich vier, das wäre doch ein schönes Playset. Okay, das war dann wohl auch nix. Komm schon, jetzt lief das vorhin so gut. Jetzt nicht schlapp lassen hier. Oregon Z. Ach. Hey, Lucario. Lucario ist natürlich auch lustig, aber so ein Marshadow wäre noch cool. Pokémon, was da auf dem Booster drauf ist. Das fände ich klasse, das habe ich noch nicht gesehen.
Ah, da kommt irgendwie jetzt gerade nicht mehr viel. Komm schon. Smetbo, immer eine schöne Karte. Und noch 30 Booster mit dem hier vor uns. Sind es noch 29. Oh, Uhafnir GX als Rainbow Rare. Ich glaube, von der haben wir auch jetzt zwei. Haben wir nicht vorhin schon Uhafnir? Meinte ja. Chica. Kachu. Ah, nächstes Booster. Gib mir mehr GX. Okay. Ja, gespannt, ob da noch was kommt in diesen 20 Boostern, die wir noch vor uns haben. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da ist ein Ho-Oh. Ho-Oh GX mit Läuterfeuer, Phönixbrand und ewige Flamme. Das Artwork ist einfach nur episch. Merrill. Oh, nee, das war Azumarill. Oh, Chris. Lege zwei Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestab. Wenn du das machst, ziehe vier Karten. Full Art. Nice. Ich finde das kleine Pikachu hier unten süß. Sorry übrigens, falls meine Stimme ein bisschen komisch klingt. Ich bin ein bisschen erkältet. Meine Nase läuft etwas. Darkrai. Ah ja. Das ist aber ein sehr, sehr cooles legendäres Pokémon. Also Darkrai ist schon eins, neben Ho-Oh und Lugia, eins der cooleren legendären. Quartermag, das haben wir auch noch nicht. Yancy. Nochmal Necrozma. Jetzt haben wir drei. Sweet. Ich sehe schon, ich werde was mit Necrozma basteln müssen. Oder Necrozma kriegen was eintauschen, mit dem was basteln kann. Und all die Pokémon-Spieler unter euch, hier können wir ja sagen, ob Necrozma was Gutes ist oder eher nicht so. Ich habe mich mit dem neuen Set hier noch gar nicht beschäftigt. Ich weiß nicht mal, was drin ist, ehrlich gesagt. Also, jetzt natürlich schon, aber vorhin nicht. Rihornior. Ein Costurso. So, nach dem hier haben wir noch 10 Booster vor uns. Tektas nochmal. Okay, cool. Tektas ist eine coole Karte. Was kann eigentlich Panzerpresse? Wenn es im nächsten Zug ist, dann ist es, wenn diesem Pokémon durch Attacken 20 Schadenspunkte weniger zugefügt. Wow. Okay. Gibt bessere GX, würde ich behaupten.
Noch fünf. So. Bald haben wir es durch. Bald sind unsere Booster am Ende. Jetzt noch ein GX. Das wäre doch klasse. Das ist das letzte Booster. Na, oder auch nicht. Ja, nee. Schade. Okay. Cool. Ja. Dann schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir gezogen haben. An GX-Karten. So, GX und dann ist das hier. So. Ja gut, hätte ich auch so machen können. Übernehmen, dann können wir das nämlich wieder löschen. So, wir haben zweimal Glurak, ein Amphira. Genau, das haben wir auch noch. Achso, nee, Quatsch, das habe ich vorhin gezogen. Stimmt. Amphira, ein Darkrai habe ich jetzt schon. Ich habe zwei Glurak, ein Ho-Oh, ein Kapukime, drei Necrozma, ein Tektas, beziehungsweise zwei Tektas, ein zwei Uhafnirs. Okay, cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Pokémon-Opening. Wenn ja, lasst einen Daumen da, das wäre klasse. Lasst doch auch ein Abo da, das wäre noch viel besser. Dann verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Am Montag geht es dann weiter mit Yu-Gi-Oh! Content auf diesem Kanal. Wenn ihr sehen möchtet, was kommt, geht auf yu-gi-oh-insider.ch/youtube/upnext. Da könnt ihr dann schauen, was los ist und was ihr für Videos erwarten könnt. Das war's von heute für mich. Von mir für heute, wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.